Die Sonne strahlt mich gerade übelst an. Aber ich bin gerade aufgestanden und frühstücke jetzt gerade, wie ihr gesehen habt. Schon angefangen, so ein kleines Fotoset aufzubauen. Coco findet das super lustig. Die spielt die ganze Zeit mit den Kürbissen. Und erstmal willkommen zu einem neuen Vlog. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe heute erst um 14 Uhr Uni. Und deshalb kann ich heute alles ganz entspannt angehen. Zwar fertig frühstücken und dann mit den Katzen ein kleines Shooting machen. Mal gucken, wie das läuft. Update. Es lief eigentlich ganz gut. Die Katzen haben ganz gut mitgespielt. Und ich glaube, es ist ein ganz süßes Foto bei rausgekommen. Danke, Bibi, dass du so fotogen bist. Hast du gut gemacht. Und dir auch. Dankeschön, Wuhu. Hast du auch super gemacht. Jetzt wird sich aber erstmal fertig gemacht. Beziehungsweise geschminkt. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und entspanne jetzt mal ganz kurz. Ich konnte jetzt schon einen weiteren Punkt, großen Punkt meiner To-Do-Liste abhaken. Und ich muss dringend aber noch hier aufräumen, was ich gerade wieder merke, weil es sieht hier immer wieder, ja, nicht so geil aus. Ich werde mir nämlich auch gleich, bevor ich zur Uni fahre, nochmal ein bisschen Bio angucken. Ich habe heute ja wieder Bio. Das ist ja schon ordentlich anspruchsvoll und ja, er hat uns gebeten, ein paar Sachen zu Hause durchzugehen, die wir letztes Mal nicht geschafft haben. Und das werde ich auf jeden Fall noch machen, damit ich heute gut mitkomme. Aber jetzt erstmal einen Kaffee und gleich möchte ich mich mal kurz mit euch unterhalten. So, ich habe mich jetzt kurz umgezogen für die Uni auch später und möchte mich jetzt aber, wie gesagt, mit euch unterhalten. Und zwar über ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und was ich sehr wichtig finde. Ich weiß, dass es zu diesem Thema geteilte Meinungen gibt, beziehungsweise dass es immer zu allen Themen ja unterschiedliche Meinungen geben wird. Und ich möchte euch heute nur meine Meinung erzählen, möchte euch nur ein bisschen informieren. Ich finde, jeder sollte sich über dieses Thema selbst informieren und seine eigene Meinung bilden, aber ich möchte einfach dazu anregen, dass ihr euch auch darüber informiert und dass ihr euch eine eigene Meinung bildet. Und deshalb jetzt dieser kleine Sit-Down-and-Talk mit mir. Es geht um HP-Viren. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, vielleicht aber auch nicht. Mir persönlich hat es ganz lang gar nicht wirklich viel gesagt. HP-Viren sind wirklich weit verbreitete Viren. Man kann sich auch super leicht anstecken und 70-80% der Menschen kommen auch im Laufe ihres Lebens irgendwann mal in Kontakt mit diesen Viren. Sie werden hauptsächlich über den Geschlechtsverkehr übertragen und selbst ein Kondom kann da wirklich nicht komplett vor schützen. Sowohl Mädchen als auch Jungen können sich anstecken und dann im Laufe ihres Lebens eventuell an Genitalwarzen erkranken oder auch an HPV-bedingten Krebsarten. Dazu gehört zum Beispiel auch Gebärmutterhalskrebs. Aber es ist nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern auch zum Beispiel Peniskrebs, Scheidenkrebs, Analkrebs oder auch Krebs im Rachen-Mund-Bereich. Und auch das natürlich sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Die Infektion bleibt oft unbemerkt, weil sie eben auch recht beschwerdefrei verläuft und heilt auch oft nach circa einem Jahr oder innerhalb circa eines Jahres wieder ab. Allerdings, wenn das nicht der Fall ist und die Infektion länger besteht, kann es zu Zellveränderungen an den Schleimhäuten oder an der Haut kommen und das führt dann eben zu den genannten Krebsvorstufen, Krebsarten oder auch zum Beispiel zu Genitalwarzen. Wundert euch nicht, warum das alles so informativ klingt. Ich habe mir einfach alles
aufgeschrieben, damit ich auch wirklich keine Informationen vergesse, weil ich es einfach wirklich wichtig finde, dass ihr alle Infos bekommt. Es gibt nämlich eine Impfung, nämlich die HPV-Impfung, die bei beiden Geschlechtern je nach verwendetem Impfstoff vor diesen bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen schützen kann. Dazu gehören eben insbesondere Krebs und Krebsvorstufen am Gebärmutterhals und am After. Es gibt jährlich 7800 Krebserkrankungen bei Männern und Frauen, die durch diese HP-Viren ausgelöst werden. Deshalb empfiehlt auch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut die Impfung für Jungen und Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren. Am besten soll die Impfung aber eigentlich zwischen 9 und 14 Jahren stattfinden, um quasi am besten zu schützen. Spätestens aber bis zum Alter von 17, also quasi dem Tag vor dem 18. Geburtstag. Ich bin persönlich auch geimpft worden damals. Ich war, glaube ich, zwischen 14 und 15 Jahren. Und ich möchte euch deshalb einfach von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen und möchte euch das ans Herz legen, weil es mir persönlich einfach wirklich wichtig ist. Jeder kann natürlich seine eigene Meinung bilden, wie gesagt, aber das hier ist meine Meinung und ich finde, dass gut, dass es diese Impfung gibt. Ich finde einfach, jeder sollte Bescheid wissen über die HP-Viren und auch darüber, dass es eben eine Impfung gibt. Und sollte sich informieren, ob es für ihn selbst in Frage kommt oder auch nicht. In meinem Umfeld gab es nämlich damals einen Vorfall quasi, weshalb meine Mutter ohne zu zögern gesagt hat, du wirst geimpft. Und ich war damals noch so jung, ich wusste überhaupt nicht so richtig, worum es geht. Ich habe einfach gesagt, okay, du wirst ja wohl wissen, was das Richtige für mich ist. Und habe irgendwie auch diese ganzen Informationen gar nicht gehabt. Deshalb will ich euch das einfach mitteilen, damit ihr einfach ein bisschen besser Bescheid wisst, als ich zum Beispiel damals Bescheid wusste. Und weil ich einfach finde, wie gesagt, es ist ein wichtiges Thema. Jeder sollte darüber Bescheid wissen, ob er jetzt sich impfen lassen möchte oder auch nicht. Wenn man über 14 ist, braucht man 3 Impfdosen anstatt nur 2. Und weil ich ja über 14 war, hatte ich auch 3 Impfdosen. Ich habe die damals bei meinem Frauenarzt machen lassen. Das ging auch alles relativ schnell. Die wurden halt in bestimmten Abständen gespritzt. Dann habt ihr quasi eine Impfdosis bekommen. Dann verging ein bisschen Zeit, dann habt ihr die nächste bekommen. Dann verging noch ein bisschen Zeit, dann habt ihr wieder die nächste bekommen. Wenn ihr aber unter 14 seid, dann könnt ihr das auch noch in 2 Impfdosen machen. Jeder hat seine Meinung. Ihr macht das, was ihr für richtig haltet. Aber informiert euch bitte und wisst einfach darüber Bescheid. Wisst, welche Möglichkeiten ihr habt. Ich respektiere alle Meinungen dazu. Ich rufe einfach wirklich nur dazu auf, sich zu informieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, euch irgendwas interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten, was ich beantworten kann. Und ich verlinke euch natürlich auch in der Infobox ein paar Seiten zur Information, falls ihr euch informieren wollt. Es schadet ja nichts, mal ein bisschen drüber zu lesen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das einmal tun würdet, weil mir das Thema, wie gesagt, wirklich am Herzen liegt. So, ich packe jetzt meine Sachen zusammen und dann geht's auf zur Uni. Ich habe mir gerade noch ein Bio ein bisschen angeguckt. Aber viel habe ich nicht mehr geschafft. Das muss ich auf jeden Fall nochmal machen, jetzt am besten am Wochenende oder so. Hi, ich bin wieder aus der Uni zurück und bin mitten am Aufräumen. Da läuft Modern Family. Das habe ich gerade mal kurz pausiert, weil ich in die Küche gegangen bin, um Nudeln zu kochen. Und jetzt hat nämlich Gulasch gemacht und ich habe heute irgendwie Lust gehabt, das mit Nudeln zu essen. Deshalb mache ich mir jetzt ein paar Nudeln. Und jetzt ist zu Hause. Und was hat man dir angetan? Wow, Schatz. Fashionista. Ich bin mittlerweile abgeschminkt. Es ist eigentlich noch voll früh für unsere Verhältnisse. Normalerweise liege ich um diese Zeit noch nicht im Bett. Wir müssen endlich mal diese Pakete hier verräumen. Ja. Wir müssen zu Ikea. Ikea-Vlog. Ich habe gedacht, das machen wir vielleicht in Vlogmas. So, ich bin jetzt aufgewacht und sitze auch schon am Laptop. Und schneide Videos. Heute habe ich nämlich keine Uni und das ist eigentlich ganz cool, weil ich dann heute Morgen mal wieder so einiges erledigen kann. Ihr wisst ja, ich bin so ein totaler Morgenmensch, also ich arbeite einfach richtig gern morgens und erledige morgens so alles, was ich noch machen muss. Deshalb ist es immer voll geil, wenn ich morgens frei habe und morgens meine ganzen Sachen erledigen kann. Ich bin einfach abends zu nichts gebrauchen. Wie ihr seht, ich schlafe immer einfach ein. Ich bin einfach immer so müde abends. So, ich habe jetzt echt eine Weile einfach nur im Bett gesessen und am Laptop gearbeitet. Ich mache mir jetzt gerade was zu essen. Dann mache ich mir einen Wrap mit Avocado und Rührei. Ich habe jetzt auch echt Hunger und ich glaube, einen Kaffee mache ich mir gleich auch noch. Na? Mila? Na, wartest du irgendwie auf irgendwas oder? Ich möchte spielen, ne, mit meinem Softgummi. Mm.
Mein Morgen ist echt nicht so spannend heute. Ich bin am To-Do-Listen schreiben. Die Katzen chillen hier live. Ich plane die nächsten Wochen durch, um alles zu koordinieren. Ich bin ja so ein Mensch, ihr wisst, ich plane immer alles. Und das auch aufs kleinste Detail teilweise. Damit auch Vlogmas wirklich funktioniert und alles andere davor auch geregelt ist. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe vorhin zwar mein Essen gemacht und dann was gegessen, aber dann direkt weitergeschnitten, weil ich einfach fertig werden wollte. Und jetzt habe ich meinen Kaffee noch gar nicht getrunken. Das bedeutet, jetzt kann ich noch Kaffee trinken. Ich versuche ja nämlich nur einen Kaffee pro Tag so zu trinken, damit ich nicht zu viel Kaffeekonsum habe. Ihr wisst ja, ich erzähle euch das ja jedes Mal. So, dann genieße ich jetzt hier mal meinen Kaffee. Ich hoffe natürlich, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben super freuen. Schaut wie gesagt gerne bei den Links in meiner Infobox vorbei und auch gerne mal bei Instagram. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!